Es ist spannend. Aktuell der Markt sehr beschleunigt nach unten. Wenn wir ehrlich sind, keine richtig große Überraschung. Wir haben das ja vorne schon gesehen. Die deutliche Bewegungsrichtung war die nach unten. Die nicht deutliche war die nach oben. Das gab es im kleinen Bild auch nochmal. Also dieses typische Verlaufsverhalten, was eben sagt, na, eigentlich müsste noch mehr drin sein. Das hat sich hier offensichtlich bestätigt. Aktuell sind wir ungefähr da, wo wir gesagt haben, dass der DAX hin muss. Die 15.000er Marke, das war so diese erste Unterstützung als anfängliches Mindestziel. Wir hatten ja hier noch dieses Cluster aus diesen anderen Marken, die wir hier mit drin haben. Ja, alles wunderbar. Der Kurs jetzt im Moment im Bereich der nächsten Unterstützungsmarke, also eine nächste gewisse Chance hier den Dreh zu bekommen. Und wenn wir das mal ein bisschen größer machen hier, und mal ganz grob, es geht mir nicht hier um Feintuning, es geht darum, das grobe Prinzip des Marktes zu verstehen. Wir alle sind keine Chirurgen und es ist natürlich nicht gesichert, dass sowas immer passiert, aber das ist so ein bisschen was, woran sich der Markt sehr gerne orientiert. Das ist vorne so, das ist hinten so, das ist halt ein generelles Ansatzproblem. Wir haben also jetzt eine realistische Chance, dass der Kurs dreht, aber bitte jetzt nicht sagen, oh, da liegen Linien, da hat er jetzt auch und er sagt auch, naja, gut, was weiß ich schon, aber es ist nicht gesagt, dass der Kurs jetzt hier dreht. Lasst euch das bestätigen. Wie sähe so eine Bestätigung aus? Es bleibt bei dem alten Spiel. Lasst euch zeigen, dass der Markt Bock hat auf nach oben. Bock nach, auf nach oben sieht so aus, beispielsweise. Das sieht im Kleinen genauso aus, auch im So beispielsweise oder notfalls auch so, aber eben steil. Und lasst euch dann zeigen, dass die Gegenrichtung kraftlos ist, also A, B, C oder mehrfach wackelnd. Das ist ein ganz wichtiges Indiz. Wenn ihr das unterscheiden könnt, wenn ihr sagen könnt, okay, zwischendurch macht der Markt mal irgendwie was relativ Deutliches, dann wird wieder gewackelt, dann geht es danach weiter. Also so ähnlich, wie wir das hier vorne schon haben, dann haben wir noch eine ganz gute Chance, dass sich das Ganze wieder fortsetzt. Auch so sieht es jetzt aus. Ich bin trotz alledem noch nicht davon überzeugt, dass das völlig unmöglich ist. Nein, im Gegenteil, eigentlich haben wir jetzt geliefert bekommen, was bestellt worden war, wenn man das mal so will. Zumindest beim DAX sieht das ganz hübsch aus, was wir hier haben. Und wenn der Kurs jetzt dreht, lasst euch, wie gesagt, das hier bestätigen auf so eine Art und Weise, egal auf welcher Zeitgröße erstmal, als erste Initiation sozusagen, dann gibt es die Chance auf die Fortsetzung. Passiert das noch nicht, auch das ist denkbar, größere Rücksetzer sind ebenfalls noch möglich, ja, dann wird die 14.700er die nächste spannende Marke, wo man damit rechnen kann, darf, muss, dass es eine Unterstützung gibt. Also, bevor ihr jetzt also in Sorge geratet, noch ist alles ganz normal. Natürlich kann man sagen, aber so schnell. Ja gut, so ist es nun mal. Scharfe Bewegungen, scharfe Korrekturen ebenfalls haben auch mal scharfe Flanken. Aber es gibt noch keinen Grund, jetzt auf die Long-Seite schon wieder zu wechseln, denn noch im Moment sieht man das nicht. Wie gesagt, die Bestätigung, die kann ja jederzeit noch kommen. Gucken wir mal auf den amerikanischen Markt. Das Bild natürlich im Wesentlichen das gleiche. Die erste Unterstützung hat der Nasdaq aber schon mal rausgehauen. Die nächsten Unterstützungen, die liegen noch ein bisschen tiefer. Wir sehen das hier. Sorgen mache ich mir erst so richtig, wenn der Kurs hier durchgeht. Oder wenn der Kurs immer noch auf der Aufwärtsseite nur wackelig unterwegs ist. Das sind für mich zwei Indizien, die ich sehr wichtig erachte. Dieses hier eigentlich als das Wichtigere. Also ich möchte schon sehen, dass Schwung in die eine Richtung da ist, die gelaufen wird. Das haben wir ja hier auch immer wieder gehabt. Die Schwungrichtung ist die entscheidende, die ABC-Richtung ist die schwache Richtung. Das gibt es im Kleinen, im das Minutenchart hier um Himmels Willen, aber das gibt es im Kleinen, das gibt es im Großen, das gibt es im ganz Großen. Das spielt dabei ehrlich gesagt gar keine Rolle. Also wir sehen aktuell der Markt erstmal auf der Selbstfindung oder sagen wir mal auf der Erholungsphase, das sei ihm gegönnt, das ist auch noch nicht wirklich Tragik und Drama. Erst wenn es darüber hinausgeht, dann sollte man sich so langsam aber sicher die Frage stellen, was hast denn du vor, sag mal, denn früher oder später muss auch mal diese Bewegung hier in die Endrichtung gehen, das ist aber ja eine alte Geschichte, das ist nicht wirklich was Neues. So, für mehr will ich jetzt euch die Zeit nicht stehlen, ihr guckt euch selber mal den Dow Jones und den S&P unter diesen Gesichtspunkten an, wenn ihr wollt, guckt euch auch den Trade des Tages an, dort stellen wir aktuell eine Trading-Idee von Tesla oder mit Tesla vor, das ist natürlich exemplarisch für viele, viele Sachen, die wir tun. Meldet euch gerne an für den Trade des Tages, damit ihr diese Situation rechtzeitig kriegt. Denn klar, bei solchen Bewegungen aktuell ist der Markt natürlich jetzt schnell am Laufen.
damit ihr das rechtzeitig mitkriegt, dass da was Neues ist, meldet euch entsprechend an und ihr werdet informiert. Informiert werdet ihr auch, wenn ihr beim Born for Trading mitmacht. Dort bekommt ihr viele, viele Trades vorgestellt. Immer wieder auch Nachrichten auf Smartphone. Ihr kriegt Videobeiträge immer mal wieder. Also ich kann euch beides empfehlen. Der Trade des Tages, das ist was für die Dauer. Also wer länger mit dabei sein will, das andere ist natürlich mal, um das ein bisschen auszuprobieren, um mal ein wenig zu gucken, was es damit auf sich hat. Nutzt das Ganze. Es ist schade, wenn man unnötig Sachen verpasst. So, also in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.